Mexiko, Schweden und Südkorea. Joachim Löw nahm die Gruppengegner mit einem kurzen Lächeln zur Kenntnis. Auf dem Weg zur anvisierten Titelverteidigung im Sommer 2018 in Russland soll die Vorrunde für den Fußballweltmeister ohnehin nur der Auftakt sein. Was wichtig ist für das Löw-Team, die befürchteten ganz langen Reisen nach Kaliningrad oder Jekaterinburg bleiben dem viermaligen Titelträger in der Gruppenphase erspart. Sportlich sehr interessante Gegner. In der Gruppe wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung legen. Das ist unser Ziel, sagte Löw. Die WM beginnt mit dem Eröffnungsspiel der russischen Auswahl im renovierten Luschniki-Stadion am 14. Juni gegen Saudi-Arabien. Russlands Nationalkoach Stanislav Tschetscheso hatte einst beim FC Tirol unter Löw gespielt. Deutschland könnte als erst drittes Team nach Italien 1938 und Brasilien 1962 seinen Titel verteidigen. Als der russische Fußball-Olympiasieger Nikita Simonjan vor 1:400 Gästen in Moskau Deutschland die Gruppe F zugeordnet hatte, lächelte Löw das erste Mal. Denn schon damit stand fest, dass die DFB-Auswahl auf ihrem angestrebten Weg bis ins Moskauer Endspiel schon im Achtelfinale auf Brasilien treffen könnte. Lös Pate Diego Maradona zog für das DFB-Team als ersten Gegner Mexiko, 17. Juni um 17 Uhr in Moskau, aus dem Topf. Schweden, 23. Juni um 17 Uhr in Sotschi, und Südkorea, 27. Juni um 16 Uhr in Kasan, folgten. Eine sehr interessante Gruppe mit reizvollen Aufgaben für unsere Mannschaft. Ab jetzt beginnt für Joachim Löw und sein Team die Vorbereitung auf die ersten drei WM-Gegner, sagte DFB-Präsident Reinhard Grendel. Damit ist auch klar, wahrscheinlich Brasilien, Schweiz oder Serbien könnten im Achtelfinale warten. Im Viertelfinale könnten England, Polen oder Belgien der Gegner sein. Ein Aufeinandertreffen mit Spanien, Frankreich oder Argentinien gibt es frühestens im Halbfinale. Mit einer gewissen Spannung hatte Löw seinen blau gepolsterten Sitz in Reihe 4 im gewöhnungsbedürftigen Sowjetbau unmittelbar neben dem Amtssitz von Wladimir Putin eingenommen. Russlands Präsident eröffnete zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino die Auslosung. Wir tun alles, damit die WM ein echtes Sportfest wird, aber das Wichtigste ist, dass sie die große und freundschaftliche Fußballfamilie stärker vereint, sagte Putin. Unser Land kann die WM kaum erwarten. Direkt danach verließ er wieder den Saal. Der Weltverband will in Russland die beste WM aller Zeiten ausrichten, wie Infantino betonte. Mit einer bunten Show stimmten Opernstar Ildara Graf Abdrasako, das Igor Moiseyu Volkstanzensemble und andere Künstler im 1961 errichtete Kremlpalast auf einen emotionalen Sommer 2018 im größten Flächsenstaat der Welt ein. 195 Tage vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni 2017 brachte WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose als Vertreter des aktuellen Champions den Pokal auf die Bühne. Mit einem kurzen Kopfnicken übergab er den goldenen Cup an die Ausrichter, da kommen so viele emotionale Erinnerungen hoch, erklärte der Weltmeisterstürmer. Es hat etwas Magisches, wenn man sieht, welche tollen Fußballer diesen Pokal in der Hand halten konnten.